So, euch ist langweilig in Minecraft und ihr denkt, ihr habt schon alles gemacht. Da bin ich mir aber nicht so sicher, denn es gibt noch eine Menge, was ihr machen könnt. Denn ich zeige euch heute 15 Dinge in Minecraft, die ihr gegen Langeweile machen könnt. Also ein Gruß geht noch raus an Nuino. Nummer 1, eine Pickelnfestung vervollständigen. Geht in den Nether, sucht eine zerstörte Pickelnfestung und vervollständigt diese. Aber vorher solltet ihr Einwohner verscheuchen, weil sonst kann das zu Problemen führen. Wenn ihr aber die Festung vervollständigt habt, habt ihr eine richtig nice Base im Nether. Nummer 2, probiert euch mit Redstone. Redstone ist die Technik in Minecraft. Man kann damit wirklich tolle Dinge machen. Fangt klein an und macht eine ausfahrbare Treppe und steigert euch bis zu einer Redstone-Tür. Versucht dabei auch mal Techniken aus, um das Ergebnis doch besser zu machen. Nummer 3, alle Erfolge bekommen. In Minecraft gibt es ja richtig viele Erfolge. Einige Erfolge bekommt man eh durch das Spielen, aber andere eher nicht. Deshalb versucht man wirklich alle Erfolge in Minecraft zu bekommen, denn das nimmt wirklich einiges an Zeit in Anspruch. Bei einigen Erfolgen braucht man echt auch die Nerven dazu. Zum Beispiel ein Erfolg, wo ihr mit einem Wildtier auf der maximalen Bauchhöhe traden müsst. Ah ja, und ein Video zu den schwierigsten Erfolgen habe ich auch schon gemacht. Link oben in der Infobox. Nummer 4, einen Parcours machen. Macht euren eigenen Parcours, den dann ihr oder eure Freunde lösen müsst. Fangt dabei leicht an und macht es dann immer schwerer. Nutzt auch Dinge wie zum Beispiel Slimes oder Honigblöcke. Ihr könnt auch ein paar Rätsel mit einbauen und macht dabei mit euren Freunden mal ein Wettrennen, wer den Parcours zuerst geschafft hat. Nummer 5, Schafe in jeder Farbe färben. Besorgt euch hierzu 16 Schafe und stellt jeden Farbstoff einmal her. Versucht dann alle Schafe in einem Gehege oder einzeln mal einzusperren. Und wenn ihr es geschafft habt, jedes Schaf in eine andere Farbe zu färben, habt ihr eine bunte Schaffarm. Und das sind noch einige Zeit in Anspruch und ihr könnt vielleicht mit euren Freunden ein kleines Wettrennen machen, wer zuerst der alle Schafe in jeder Farbe gefärbt hat. Nummer 6, baut eine Splash-Arena. Und für alle, die damit nichts anfangen können, hier mal eine kurze Erklärung. Beide Spieler bekommen eine Diamantschaufel in die Hand und müssen jeweils versuchen, unter dem anderen den Schnee einfach abzubauen. Und natürlich, Leute, ist unter dem Schnee Lava und der da runterfällt, hat halt wirklich verloren. Und wenn ihr mehrere Folgen habt, könnt ihr hiermit ja so ein kleines Turnier veranstalten. Und der Sieger bekommt dann zum Beispiel einen Diamantblock. Und Leute, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Nummer 7, auf Servern spielen. Es gibt da wirklich eine Menge Minecraft-Server. Und die bekanntesten Spiele auf den Servern sind dann mal Skywars und Bedwars. Also geht hin und spielt mit euren Freunden auf Servern und versucht zum Beispiel in Bedwars zu gewinnen. Und es hört sich wirklich einfacher an, als es eigentlich ist. Aber Leute, das Ganze macht wirklich verdammt viel Spaß und ist auch ein perfekter Zeitvertreib gegen Langeweile. Nummer 8, alle Schallplatten bekommen. Nutzt ihr Schallplatten? Nein? Ja, ich auch nicht. Aber macht mit euren Freunden mal ein Wettrennen, wer zuerst alle Schallplatten hat? Also Leute, geht auf die Jagd nach Schallplatten. Unsere Schallplatten findet ihr in Dungeons oder wenn ein Skelett einen Creeper killt. Und um das hinzubekommen, ist manchmal nicht gerade einfach. Aber schon habt ihr ein neues Hobby, unter anderem Schallplatten zu sammeln. Dabei müsst ihr halt nur hoffen, dass ihr auch die Schallplatte bekommt, die ihr auch gerade benötigt. Nummer 9, Minecraft ohne Cheats spielen. Seid mal ehrlich, wenn es mal so keinen Bock auf Farmen habt, cheatet ihr, oder? Versucht doch einmal Minecraft ganz ohne Cheats durchzuspielen. Es dauert zwar länger, macht aber viel mehr Spaß. Und ihr seid auch zufriedener, wenn ihr was erreicht habt. Wie zum Beispiel ein Haus aus Diamantblöcken zu bauen. Dann Nummer 10, Minecraft zum Hardcore spielen. Normal überleben ist am Master schon schwer. Aber Hardcore ist noch schwerer. Einmal tot, immer tot. Ihr müsst also viel vorsichtiger sein und vorher nachdenken, bevor ihr zum Beispiel irgendwo runterspringt. Und spielt wieder Minecraft mit mehreren Freunden von euch mal durch und guckt mal, wie viel zum Schluss noch übrig bleiben. Oder ob überhaupt einer von euch es schafft. Dann Nummer 11, Data Packs spielen. Data Packs machen echt viel Spaß. Ich habe auch schon einige Data Packs gespielt, wie zum Beispiel das alles, was ich berühre, zu einem random Block wird. Oder dass Erze einfach Kisten sind. Und es gibt wirklich einen Haufen Data Packs, Leute, ja, die echt viel Spaß machen. Nummer 12, April-Scherz-Versionen spielen. Minecraft bringt da immer zum 1. April eine April-Scherz-Version raus. Von einer Version mit unendlich vielen Portalen bis hin zu, dass Minecraft wie ein 90er-Jahre-Spiel aussieht, ist alles mit dabei. Und ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht zu den besten April-Scherz-Versionen. Und Leute, versucht aber zum Beispiel eine April-Scherz-Version mit euren Freunden oder allein mal einmal mit durchzuspielen. Ah ja, und Link zu meinem Video oben in der Infobox. Dann Nummer 13, ein Haus bauen ohne zu fliegen. Die meisten bauen da ein richtig großes Haus in Creative-Mode und fliegen dabei. Aber versucht das Ganze doch mal ohne zu fliegen. Ihr werdet merken, dass das Ganze viel länger dauert und auch viel schwieriger einfach ist. Aber Leute, ich habe das Ganze selber mal einmal gemacht und es dauert zwar viel, viel länger, ja, aber es macht auch viel, viel mehr Spaß. Vor allem, wenn ihr mehrere seid, Leute, kann es wirklich mal Spaß machen, zum Beispiel mal zu viel oder so mal an einem richtig großen Gebäude mal zu arbeiten. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr das macht, besorgt euch auf jeden Fall ganz viele Gerüste. Nummer 14, mit Notenblöcken ein Lied machen. Also Blöcke, wo immer ein Sound rauskommt, wenn man zum Beispiel Restklick auf denen macht. Aber versucht doch mal zum Beispiel einen Teil von eurem Lieblingslied mal nachzumachen. Und zwar könnt ihr mich Notenblöcke mit Redstone auslösen und je nach Block, der unter dem Notenblock ist, macht er auch ein anderes Geräusch. Und Leute, glaubt mir, das Ganze wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Aber Leute, das macht da wirklich extrem viel Spaß. Nummer 15, mit Mods spielen.
Es gibt tausende von Minecraft-Mods, die echt viel Spaß machen. Von Dekorationsmods bis hin zu Mods, wo ihr ins Weltall fliegen könnt, ist wirklich für jeden was dabei. Könnt auch hingehen, Leute, und zum Beispiel Modpacks wie zum Beispiel AI-Craft mal spielen. Also nur mal eben das schwierigste Modpack, was es gibt. Aber Leute, ich empfehle euch Mods mit Freunden zu spielen, weil es wirklich viel, viel mehr Spaß macht, als alleine zu spielen. Also schnappt euch eure Freunde und spielt Minecraft mit Mods mal durch. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat natürlich das Video gefallen. Und Leute, schreibt bitte mal in Kommentare, wie ihr dieses Video so fandet. Weil euch ist vielleicht auch gefallen, Leute, dass dieses Video anders war als all meine anderen Videos. Aber solltest du das sein und gefallen bekommen, dann kannst du natürlich gerne kostenlos ein Abo lassen. Gerne nach dem Glocke aktivieren, kann man da nicht verpassen. Ich würde es auch like freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.